Sie kennen ja die Kulturheidelbeere, die meistens in den Regalen der Verkaufshäuser liegt. Und dann gibt es natürlich die wilde Blaubeere. Jetzt rein vom Äußeren. Erstmal nur eine Kulturheidelbeere, ist groß. Hat innen ein helles Fruchtfleisch und sieht natürlich für den Verbraucher schöner aus. Während die wilde Blaubeere, die ist klein, die ist oft ganz schrumpelig und hat innen aber ein ganz rotes, dunkles Fruchtfleisch. Und das merken Sie auch daran, wenn Sie eine wilde Blaubeere essen, dann wird Ihr ganzer Mund blau. Jetzt ist ja die Frage, warum ist das so? Wir neigen ja dazu zu sagen, warum soll ich denn hier so eine kleine, geschrumpelte Blaubeere essen und dann nehme ich doch lieber eine schöne, die sieht schön aus, die ist viel größer. Das Ganze hat ja einen Hintergrund. Die Kulturheidelbeere, wie der Name Kultur schon sagt, wird gehegt und gepflegt. Das ist so, als wenn Sie im Urlaub in Ihrem Sonnenstuhl sitzen, Sie bekommen alles serviert, Sie müssen sich überhaupt nicht anstrengen. Das heißt, warum soll ich denn Abwehrstoffe bilden? Ich kriege doch alles von Mutter Natur bzw. vom Kellner geliefert. Das heißt, die Abwehrstoffe, um die es mir letztendlich geht, das sind Inhaltsstoffe, die nennen sich sogenannte Anthocyanidine, sind in dieser Kulturheidelbeere nur in 0,1% enthalten. Also ganz, ganz wenig und das bringt Ihnen als Verbraucher relativ wenig. Genau, und bei der wilden Blaubeere, das ist natürlich ganz anders. Eine wilde Blaubeere, wie der Name schon sagt, wild, sie wächst, das sind ganz, ganz kleine Büsche zwischen den Bäumen im Wald und die ist natürlich diesen Feinden ausgesetzt. Da kommt mal ein Fuchs, mal ein Hase, dann gibt es Viren, Bakterien, dann gibt es auch mal Sturm, Regen, Hagel. Das heißt, diese Blaubeere muss sich ja irgendwie verteidigen. Und dieser Stress, dem sie von außen zugesetzt ist, das ist der Schlüssel, dass sie sagt, Mensch, ich muss richtige Abwehrstoffe bilden. Die wertvollen Inhaltsstoffe der Blaubeere, der wilden Blaubeere, das sind ja die sogenannten Anthocyanidine. Viele kennen vielleicht auch durch andere Beeren die sogenannten Polyphenole. Das ist sozusagen die Überschrift. Und eine Unterkategorie davon, das sind diese sogenannten Anthocyanidine. Anthos heißt Blüte und Kyanos ist griechisch und heißt blau. Und deshalb auch bei der wilden Blaubeere die blaue Färbung, wenn wir es essen. Das ist sozusagen der Beweis dafür, dass da überhaupt diese Abwehrstoffe enthalten sind. Bei der Kulturheidelbeere wird Ihr Mund nicht blau. Das heißt, da ist leider fast nichts enthalten von diesen wertvollen Inhaltsstoffen. Also Sie können es schon anhand der natürlichen Herkunft unterscheiden. Wenn der Mund blau wird, wissen Sie, okay, da sind diese Abwehrstoffe enthalten.